Hallo Leute, willkommen zum nächsten Tremor-Mod-Part. Ich habe gesagt, ich baue ein wenig Erze ab während diesem und den letzten Part. Und ich habe 100 Kobalt-Bars. Ich weiß. Und ich habe mir jetzt einen Rachelium-Amboss gemacht. Und jetzt kann ich mit dem Ripper-Knife und dem Icor mir ein wunderhübsches Icor-Knife machen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich nehme es mal mit. Und dann sehen wir mal weiter. Ah ja, noch was. Ich habe ganz viel Dragon Breath auch gefunden. Und jetzt kann ich mir ein Icor Breath machen. Ist es so gewollt, dass man nur eins machen kann? Irgendwie glaube ich das nicht. Deswegen lasse ich mal das so. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Icor Breath. Dragon Breath ist ziemlich cool. Und mir ist aufgefallen, man kann aus Crystal Shards und Souls of Light eine Hard Mode Throwing Armor machen. Die ist so geil. Aber ich glaube, die will ich mir nicht machen, denn die ist schon ziemlich, wie sagt man, teuer. Und da hebe ich mir das mal auf für was anderes erstmal. So, was noch? Ich mache mal noch eine Orachilium Balle. Barre. Gibt es hier was Neues? Nein, gibt es nicht. Hier der Headgear. Und jetzt will ich mir mal einen Staff machen und gucken, wie der so ist. Und eine Rifle. Nur um zu sehen, wie sie so sind. Wie ist denn der Staff? Was macht der? Habe ich mir schon fast gedacht. Der schießt so ein Ding. Sieht auch ganz cool aus. Macht irgendwas Spezielles? Nee. Aber finde ich irgendwie cool. Gefällt mir. Der ist nicht stärker als mein Poison Staff. Aber trotzdem. Ich mag die Idee, das ist cool. So, die Rifle kann ich nicht, oder die Rifle kann ich nicht ausprobieren, weil ich habe keine Munition. Ich weiß, ich bin der Schlauste von allen. Ich suche auch gerade verzweifelt nach welche. Oh, ich habe sogar welche. Jetzt muss ich das nur gegen irgendwas austauschen. Ich würde sagen, ich lage jetzt einfach alles bei Mob Drops ein hier. Icor, Pixie Dust, das 1000 Dings. Ah ja, man kann sich aus dem Crystal Shards noch Crystal Dagger machen. Ist auch so ein Throwing Dings. Und irgendwie finde ich das super cool mit dem Throwing Dingens. So. Würmer können auch bleiben. Tue ich mit zu dem Equip. Ja. So, und dann tue ich das da rein. Ja. Okay, probieren wir mal die Cobalt Riffle aus. Wie ist die denn so? Freiwillige? Na, hier das Gras wird's machen. Ja, ist sozusagen auch wieder eine Pistole, die einfach nur ein bisschen mehr Schaden macht. Ich würde es gerne an dem Adamantit ausprobieren. Aber ja. Davon müsste ich jetzt erstmal ganz, ganz viel sammeln. Und ja, ich habe halt auch richtig viele Seelen-Dingens bekommen. Es war halt Dingens im letzten Part. Ich habe ja diesen Cup, Evil Cup bekommen. Der macht, dass mehr Monster spawnen. Und da konnte ich richtig schön Seelen farmen. Und jetzt kann ich was richtig Cooles damit anstellen. So, Zauberer habe ich auch gefunden. Ich nehme mir mal ein Spelltome. Und dann mache ich mir hier mal Water Spear. Water Spear, ihr habt richtig gehört. Es gibt ein Upgrade zum Water Bolt, nämlich Water Spear. Und wie ihr schon sehen könnt, ist das mega geil. Das ist übelst cool irgendwie, finde ich. So, und wir werden das jetzt auch mal ausprobieren an dem Boss. Und zwar dem Zerstörer. Ich habe hier auch Drop bekommen, Mother Brain, Mechanical Brain. Da kann man irgendeinen neuen Boss beschwören, mechanischen. Werden wir auch ausprobieren. Und ja, ich würde sagen, ich gebe mein Bestes. Ich versuche nicht zu sterben. Ich habe mir auch ein paar, drei Potions gemacht. Und mal gucken, ob ich das schaffe, den tatsächlich zu besiegen. Ich meine, ich wäre überrascht, wenn ich es schaffen würde, aber wir haben gute Chancen. Dann lass uns das mal ausprobieren. Buffs an. Dann nehme ich hier, ja, das dort und das dort. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los.
Ah, fuck. Das war so knapp. Aber man sieht schon, Water Spear vernichtet alles. Und der Destroyer... Es war wirklich eine extrem dumme Idee, das in meinem Dorf zu machen. Warum habe ich das überhaupt getan? Ich weiß es nicht. Ich hasse auch irgendwie die Kämpfe gegen die mechanischen Bosse. Die sind immer so unglaublich schwer, dass man sich so extrem darauf vorbereiten muss. Ich habe auch eine Desert Eagle gefunden, aber ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe halt immer noch keine Munition, ne? Oh, geil, Invor. Das kann ich gleich in den Müll hauen. Ja, ich weiß nicht. Zack, zack. Mal sehen. Soll ich Mechanical Brain noch ausprobieren? Vielleicht habe ich da mehr Glück. Haha, schön wär's. Aber ich will es tatsächlich... Arabian Merchant? Hier, der verkauft die Desert Eagle. Und jetzt ist der einfach hier. Okay. Also ich würde sagen... Iron Skin. Regeneration. Endurance. Ja, was auch immer. Und dann probieren wir Mechanical Brain mal aus. Gehen unsere Waffen dafür? Sollte, ja. Na dann. Vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Ach du meine Güte. Hör auf, in mir drin zu sein. Das ist ja noch schlimmer. Hä, was ist denn da das Muster? Was ist ein Throwing Wrench? Oh, ich habe die Schere bekommen. Cool. Die Stylistenschere ist ja auch so unglaublich nützlich, ne? Ja. Oh Mann, ich finde das immer so scheiße. Ich hasse es mir immer dann, dieses Titanium abzubauen, nur um dann in der Lage sein, Bosse besiegen zu können. Throwing Wrench. Ist das eine gute Waffe? Ich weiß nicht, aber scheint vom Mod zu sein. Was will ich denn jetzt machen, um die zu besiegen? Ich weiß es nicht. Ja, ich konnte es mir nicht auf mir sitzen lassen jetzt mit den beiden Bossen. Und ich habe mich ein bisschen umgesehen, wie man die vielleicht leichter besiegen kann. Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar brauchen wir von ihm den Mini-Shark. Und dann brauchen wir noch ein paar Gegenstände aus unserer Blockkiste. Zack. Das da und... Das da. Und jetzt können wir am Orachilium Amboss uns eine wunderschöne Snowball Chain Gun machen. Und diese Waffe, ich habe gehört, die ist genauso stark wie der Maxi High. Und das Ding verbraucht Schneebälle. So, ich glaube, Amarok kann ich jetzt wegtun. Ich habe jetzt das Ding. Und ja, jetzt muss ich nur noch ein paar Schneebälle machen. Ja, mal sehen. Wie gut ist das? Ohohoho. Reichweite ist in Ordnung. Scheint eine gute Waffe zu sein. Scheint eine gute Waffe zu sein. Ich mache ein paar mehr Schneebälle. Und ja, dabei ist mir aufgefallen, man kann auch aus Eisblöcken eine richtig frühe Rüstung machen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber man braucht 70 einfach nur Eisblöcke für jedes der Rüstungsteile. Die machen aber richtig wenig Verteidigung und sind richtig Early Game. Das hätte ich mir ganz am Anfang machen sollen. Den ist wirklich nicht schwer zu bekommen. Aber sie existiert und deswegen hänge ich dich hier mal auf. Ja. So, ich habe soweit alles. Ich wollte noch mal einen Versuch gegen den Zerstörer wagen. Ich weiß. Ich bin ja richtig verrückt.
Und ja, ich will mir eine Herzlaterne noch dazu machen. Zack, zack. So. Ich brauche natürlich auch ein Zerstörungsbeschwörer-Dingens. Ich weiß nicht, ob ich mir das machen kann. Man braucht da Wertebrein braucht man. Und Eisen braucht man, genau. Eisen. Ach ja, stimmt. Ich kann ja nur gegen Motherbrain kämpfen. Oder halt gegen dieses Motherboard kämpfen. Was mache ich denn da? Mal sehen. Ja, ich kann mir nur Mechanical Brain craften. Das ist nicht so optimal. Denn von dem Ding, das verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Da braucht es schon ein bisschen mehr. Dann würde ich sagen, suche ich mir eine andere Beschäftigung. Ich habe hier jetzt meine neue tolle Waffe, die Snowball Chain Gun. Und halt diesen Water Spear. Water Spear ist eine unglaublich tolle Waffe. Und hier vorne noch ein paar Schwerter. Ja, ich habe ein richtiges Arsenal. Desert Eagle, ich weiß, ich habe die noch nicht ausprobiert. Ich kaufe einfach mal auch ein paar Kugeln vom Darius. Und probiere die mal so nebenbei aus. Die tausche ich dann gegen das hier. Das ist keine Modwaffe. Musketball Bullets, ja. Wir könnten es aber auch theoretisch gegen die Zwillinge versuchen. Also ich bin jetzt hier beim linken Ozean. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich eine Farm aufbauen für Pirate Maps, denn ich habe mich entschlossen, die Piratenarmee zu bekämpfen. Und oh fuck. Und ihr dürft da dreimal raten, was passiert ist. Ich werde es euch gleich schildern, aber ich bin gerade am verdursten, aber trinken bin ich. Oh. Hier. Das sollte meine Farmstelle sein. Ich habe hier sogar schon eine Wasserkerze platziert. Wenn hier nämlich das Dschungelgras wächst, dann wird hier das Gebiet als Dschungel erkannt sein. Und da kommen hier die ganzen Dschungelfische hoch und die sind sehr schnell. Dann töten die meine Spinnen und ich bekomme eine Pirate Map. Und dann bekomme ich einfach eine Pirate Map. Und die hat in dem Mod irgendwie eine andere Textur. Sieht ganz cool aus, aber trotzdem. Ich habe jetzt umsonst so ein Ding gebaut. Deswegen, wir bekämpfen jetzt eine Piratenarmee. Yeah. Eine waschechte Piratenarmee. Was sagt ihr dazu, Kinder? Bei euren anderen Let's Playern, da seht ihr kein Terraria-Mod Let's Play. Aber bei mir schon. Bin ich nicht super toll? Oh, Mann. Es gibt wirklich in Deutschland... Nein, was habe ich getan? Es gibt wirklich in Deutschland, wollte ich sagen, richtig wenig Terraria-Let's Player. Was mich stört, denn Terraria ist ein tolles Spiel und ich will das auch mal bei anderen sehen als bei mir selbst. Und ja, wir machen jetzt die Piratenarmee. Mal sehen, ob ich sterbe. Ich habe ein paar Potions bereit. Pirate Map. Eine kleine Arena sogar hier hinten. Und ich glaube, im Notfall baue ich mich mit Dirt hier unten zu. Am besten. Und dann, ja, da können halt die Spinnen für mich alles töten. Am besten mache ich das so hier. Ich könnte auch einen Mechanismus bauen, aber... Okay. Der Kampf gegen die Piraten startet jetzt. Ah ja. Und jetzt zeige ich euch nochmal eine ganze Ausrüstung. Die Fleischwandrüstung erhöht Minions. Ich habe 6 Spinnen, die mir folgen in meinem treuen Kampf. Dann habe ich noch Evil Cup. Increases Monster Spawn Rate. Armored Spectre Boots. Obsidian Schild. Guardian Blue Horseshoe Balloon. Und Flash Knuckles. Meine Waffen, die ich benutzen werden sein... Water Spear und Snowball Chain Gun. Vielleicht auch Acorn Knife oder Icorn oder was auch immer. Auf jeden Fall, Water Spear ist für sowas extrem gut geeignet. Ich baue hier eine kleine Mauer hin. Und ja, dann prallt das Water Spear dort ab und ich vernichte alles. Soweit der Plan. Mal sehen, wie sich das in der Praxis umsetzt. Boah. Also. Das mit dem Water Spear funktioniert schon mal wunderbar. Das
Snowball Chain Gun ist auch schon eine richtig tolle Waffe irgendwie. Und ein Piratenkapitän. Das hat schon mal nicht funktioniert. Und jetzt spawnen die im Dorf und ich werde sterben. Shit. Na großartig. Lol, Water Spear ist so eine tolle Waffe für solche Situationen. Seht es euch an, einfach alles wird vernichtet. Aber ich werde auch fast vernichtet. Hätte ich wirklich nur eine bessere Rüstung, dann wäre das kein Problem, weil Water Spear macht zwar irgendwie nur 30 Schaden, aber dadurch, dass das halt wieder Waterbolt funktioniert, ist es so eine mega, mega geile Waffe geworden. Ich habe hier auch so einen riesigen Baum stehen, der leitet die ganzen Schüsse vom Water Spear ja in die andere Richtung zurück um und oh. Und auf der anderen Seite habe ich diese komische Mauer gebaut. Die müsste ein bisschen größer sein, glaube ich. Ach scheiße. Jetzt ist das Ding da. Ich vergesse den Flying Dutchman immer, denn der ist irgendwie unwichtig und irgendwie bin ich noch von der 1.2D Piratenarmee gewöhnt, weil ich da ewig lang gegen sie gekämpft habe. Schon wieder tot, hurra. Oh, fuck. Ja, ich habe die Piratenarmee besiegt. Sieg! Cool. Ich habe die goldene Toilette bekommen. Heil der goldenen Toilette.
Ah, jetzt fällt mir wieder was ein. Man kann doch diese ganzen Seelen so in Flaschen oder Fläschchen, Flaschen, was auch immer, in diese gläsernen Gefäße reinstecken. Und das habe ich mal vor, ich will das ausprobieren. Jeweils eine. Wahrscheinlich muss ich das am Mithril-Amboss machen. Nein. Wo denn dann? Was? Okay. Sag mir, wo muss ich das machen? Wo crafte ich mir das? Tinkerers Workshop. Das habe ich. Das ist das da hinten. Ja. Bottle Soul of Light. Bottle Soul of Night. Cool. Und die kann ich platzieren und... Ich könnte mir sie auch ausrüsten, aber meine Ausrüstungsgegenstände, die ich jetzt habe, sind mir ein bisschen lieber. Aber trotzdem, das ist irgendwie cool. Irgendwie gefällt mir das richtig. So, da und da. Ja, 8% Melee Speed und 8% Geschwindigkeit. Ja, ich habe eine Pirate Map bekommen. Die Farben funktioniert. Spawnen Dschungelmonster und... Und ich habe eine Pirate Map bekommen. Ich will mich nochmal gegen Piraten kämpfen. So, wenn ich hier hingehe, fängt die Dschungelmusik an. Daran erkennt man, dass das funktioniert hat. So, ich habe mir auch jetzt eine Rüstung gemacht hier. Um mal zu sehen, ob vielleicht eine andere Rüstung besser funktioniert. Sicher bin ich mir nicht. Ich weiß nicht, wie ich das Mechanical Brain besiegen möchte. Vielleicht fange ich auch lieber erst mit den Zwillingen an oder so. Mal sehen. Und ja, ich würde sagen, auf gegen den Kampf gegen Piraten. Ja, auf geht's. Die Magie-Kobalt-Rüstung ist gar nicht mal so schlecht. Ich kann jetzt richtig den Water Spear spammen. Grandios. Das funktioniert alles so super toll. Oh was, das Ding lebt noch. Ich vernichte dich dann mal, du hast sicher nichts dagegen. Moment, irgendwas hat das Ding gerade gedroppt. Irgendwas hat der Flying Dutchman fallen lassen. Irgendwie wusste ich, dass der Mod mal wieder genau in den Lücken von Terraria was hinzufügt. Das finde ich so super. Ein Banner. Wow, krass. Ich meine, eine Trophäe. Die hänge ich mir auf und dann bin ich ganz stolz auf mich. Ich habe mir mehr erhofft. Ja, das hier lief jetzt ein bisschen geschmeidiger als letztes Mal. Und ich habe einen Coinring bekommen. Das ist ziemlich toll, denn der Coinring, Goldring, nicht Coinring, der macht Folgendes. Ich kann Münzen aus dem größeren Radius einsammeln. Ist das nicht toll? Ich weiß, es ist super toll. Ich versuche mich jetzt noch einmal gegen Dingens. Gegen das Gehirn, das Supergehirn. Auch wenn ich deren Angriffsmuster überhaupt nicht verstehe, ich... Ja, was soll schief gehen? Ja, Pirat. Der verkauft nichts, was ich im Moment gerne wollte. Okay. Ich
Ich bin mir auch unschlüssig, soll ich die Kobaltrüstung dafür benutzen? Ich weiß es nicht. Aber okay. Mechanical Brain. Nochmal. Werde ich es schaffen? Ich glaube nicht. Werde ich es versuchen? Ja! Yeah! Oh, da fällt mir ein, bevor wir das machen. Ich habe noch ein paar Spinnen getötet. Und dann kann ich mir jetzt vielleicht den Queen Spider Staff noch machen. Ja, das mache ich noch schnell. Der Queen Spider Staff, der ist ziemlich gut. Der ist sogar für jede Klasse sogar ziemlich geeignet. Da man den einfach nur hinplatzieren kann. Und dann funktioniert das alles. So, hier. Oh, 55 Spider Fangs. Ist doch nice. Queen Spider Staff und zack. Da habe ich einen Queen Spider Staff. Ich bin jetzt cool, müsst ihr wissen. Okay, alles bereit? Ja. Okay, dann jetzt nicht die Queen Spider vergessen auch. Zack. Buffs. Und los geht's. Wow. Wie cool. Ich hab's geschafft. Und sogar Seelen. Soul of Minds. Oh, wie perfekt. Die haben so eine tolle Animation. Lol. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Boss. Ich verstehe auch nicht, was da so schwer eigentlich für mich damals zu verstehen war. Am Anfang sind diese Dinger, die dann richtig schnell weg sind. Dann schießt Shadow Beam Dinger. Dann diese beiden Strahlen. Die muss man halt so ein bisschen umgehen. Ich glaube, Flügel wären angebracht gewesen. Und dann kommen halt diese komischen wie Hungry nochmal. Oder halt sowas in der Art. So, jetzt mal sehen. Was kann ich denn jetzt da alles Cooles Neues mit den Souls of Mind machen? Oh, dieser Boss war irgendwie richtig spaßig auch zu bekämpfen. Die Snowball Chain Gun ist auf jeden Fall auch eine richtig gute Waffe dagegen. Und ja, mal sehen. Okay, fangen wir vorne an. Man kann damit auch Mega Shark machen. Aber will ich nicht, weil ich habe Snowball Chain Gun. Light ist wieder dasselbe wie beim Zerstörer. Blue Crossguard Face Saber. Wie cool, ein Crossguard Face Saber. Und Bottle Soul of Mind shows location of enemies if worn. Shows the location of treasure or in place. Na, das finde ich nicht so gut, weil ich habe ja mein Genie. Der macht dasselbe. Incinerator. Lol. Heat Ray braucht man dafür, also eine Golem-Waffe. Und Souls of Might braucht man. Ich will mir so ein Crossguard Face Saber machen irgendwie. Ja, das wäre richtig cool. Und was ist mit den Hallowed Bars? Auch alles dasselbe. Warte, wir fangen mal hier beim Dingens an. Ja, alles gleich. Artifact Engine. Souls of Flight. Oh nein, da muss man ganz viele Wyverns töten. Wire, Cock, okay. Summons Cocklord. Hört sich interessant an. Ever Shining Bar. Hallowed Head. Er hat Minion-Dingens. Nano Blade. Lol, das sieht übelst cool aus. Und Pixie Crown. Summons the Pixie Queen. Irgendwie will ich die Pixie Crown mal ausprobieren.
Cockroach möchte ich auch irgendwie ausprobieren, aber Souls of Flight, Alter. Da muss ich richtig viele dann töten. Ich will Pixie Crown mal ausprobieren, aber was mache ich mir denn jetzt mit den Dingen, die ich jetzt schon habe, mit den ganzen Souls of Might und so? Was will ich machen? Ich will diese Crossguard Sabers machen irgendwie. Aber den kann ich mir nicht machen. Weil wir brauchen dafür nochmal einen Zerstörer. Und ich habe das Zerstörer-Dingens verschwendet. Auch wenn ich das... Ich hätte es schaffen können. Oh Mann, Adventure Emblem und so. Das will ich irgendwie alles gar nicht. Ich spiele gerne defensiv. Und ansonsten... Ja, kann ich nicht viel machen. Was ist aber mit Hallowed Bars? Will ich ein Excalibur machen? Ja, ein Excalibur muss ich mir unbedingt machen. Aber will ich lieber erst die Hallowed-Rüstung machen? Ich würde schon sagen, oder? Ja, ich glaube schon. Uiuiui, hübsche Zeiten kommen auf uns zu. Und jetzt habe ich eine Rüstung im Inventar, die ich immer dabei haben werde. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Also ich fand die ziemlich toll und aufregend spannend. Und mal sehen, was wir in der nächsten Folge so machen. Ich will die Pixie Queen irgendwie mal besiegen. Und ja, ich schau mal, was man da so alles machen kann. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch. Ciao.